So, ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im Kapitel, im roten Kapitel Medikamente bewertet. Medikamente von A bis Z und es geht, nachdem die Medikamente in alphabetischer Reihenfolge namentlich aufgeführt worden sind, um Beta-Blocker, den Abschnitt zu Beta-Blockern. In der Monotherapie heißt das, glaube ich. Also wenn nur ein Beta-Blocker gegeben wird, bin ich fertig. Und jetzt geht es um Beta-Blocker und ein Diuretikum. Beta-Blocker plus Diuretikum. In diesen Präparaten ist ein Beta-Blocker, Atenolol, Bisoprolol oder Metoprolol mit einem Diuretikum, Chlortalidon oder Hydrochlortiazid kombiniert. So. Atenolol und Chlortalidon, Bisoprolol und Hydrochlorothiazid, Metoprolol und Hydrochlorothiazid geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann. Kombinationspräparate aus Beta-Blockern und Thiazid-Diuretika bieten sich an, wenn einer der Wirkstoffe allein nicht genügt, um den Blutdruck ausreichend zu senken. In diesen Fällen sind die Kombinationen empfehlenswert. Wenn Sie aber an Diabetes leiden oder übergewichtig sind, sollten Sie eher auf diese Mittel verzichten. Sie können die Blutzuckerwerte verändern. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Beta-Blocker und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 120 und 140. Das war's schon. Tschüss.